Kennt ihr das? Nach einer extremen Hitzewelle, wie wir sie letzte Woche gehabt haben, mit sehr viel Gießen im Tunnel, im Gewächshaus und draußen im Freiland, dass man einfach mal so hofft, bitte regnet es heute. Die Wettervorhersagen haben etwas vorausgesagt, dass es hier in meiner Region regnen soll. Ich sehe hier überall Wolken, es zieht Wind auf, aber die Wolken ziehen so ein bisschen vorbei. Und mein größter Wunsch ist einfach nur, dass von oben ein bisschen Wasser runterkommt. Und ja, apropos Wasser, in dem heutigen Video möchte ich euch einfach mal so ein kleines Update von den Wassermelonen geben, wie sie sich so entwickeln, weil da hat sich auch so einiges getan und da möchte ich euch einfach mal so ein bisschen teilhaben. Und dann hoffe ich mal eigentlich, dass es ein bisschen regnet. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich befinde mich jetzt gerade hier im ersten Hochbeet. Und ich muss sagen, dass sich im Hochbeet die Melonen am besten entwickeln. Und da fange ich einfach mal gleich an und zeige euch halt mal so kleine Fruchtansätze, die sich da so ein bisschen gebildet haben. Also hier im ersten Hochbeet wuchern die Melonen ganz schön stark. Ich hatte hier 4 an den Seiten gesetzt und 2 sind in der Mitte drinnen. Die sind jetzt hier. Die sieht man oder erkennt man an den anderen Blättern. Das ist eine andere Sorte, die ich hier reingesetzt habe in die Mitte. War vielleicht ein Fehler, weil die Melonen an den Ecken, die klettern schon überall raus und fangen ja an, bis ein bisschen zu wuchern. Auch hinten zu den Gurken gehen sie schon langsam. Aber das ist schon mal ziemlich gut, dass sie rausklettern, weil hier sind schon die ersten Früchte, die man sehen kann. Hier eine und hier die zweite. Und wenn man ja so ein bisschen rumschaut, dann erkennt man auch die weiblichen Blüten. Hier wächst jetzt zum Beispiel auch schon eine bestäubt. Und die weiblichen Blüten erkennt man halt daran, dass so ja, kleine Wassermelonen zu erkennen sind. Im zweiten Hochbeet habe ich 8 Wassermelonen drin. Da ist eigentlich das so ziemlich das gleiche Prinzip. Die wachsen jetzt auch so an den Rändern langsam heraus. Das ist halt das größere Hochbeet und hier vorne habe ich jetzt zum Beispiel die Wassermelone, hier war eine Direktaussaat und da schaue ich halt, dass die halt auch mal von der Überwucherung der anderen Wassermelone immer noch genug Licht abbekommt. Was ich auch hier ein bisschen erkennen kann, ist auch so ein bisschen Ackerwinde, aber wie gesagt, mein Vater hat gesagt, man soll eigentlich die Wassermelonen in Ruhe lassen, damals in Russland, wo sie die angebaut haben. Da haben sie einfach die Wassermelonen in Ruhe gelassen, weil nach ihren Erfahrungen war es halt so, dass dadurch die Wassermelonen einfach besser gewachsen sind. Also normalerweise wird ja empfohlen, dass man halt immer so ein paar Seitentriebe entfernt und rausnimmt. Da haben wir schon viele Gärtner Erfahrungen gesammelt. Manche sagen, es hilft, manche andere sagen, es schadet. Und mein Vater hat halt gesagt, lass einfach die Wassermelonen wachsen. Wenn man sie nicht anfasst oder sie nicht stört, dann ja, wachsen sie sozusagen ein bisschen besser. Und ja, die haben halt so die Erfahrung gemacht und ich möchte es einfach mal ausprobieren, tue jetzt keine Seitentriebe ausgeizen, weil ich glaube schon, dass da im Vergleich zu Tomaten die Wassermelonen dann doch lieber ein bisschen darauf empfindlicher reagieren. Hier beim Lavendel ist noch eine kleine Direktaussaat vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatte ich hier die Sweet Siberian. Anscheinend ist hier noch ein Kern übrig geblieben und ja, ich lasse die jetzt einfach hier so wachsen. Einfach, die ist einfach so hier aufgegangen, war einfach Samen hier und ja, mal schauen, wie die sich einfach jetzt hier so entwickelt. Bin mal ein bisschen gespannt.
Dort hat eine Pflanze schon die größte Wassermelone. Das ist hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Sorte Criss Cross ist oder die weißfleischige Wassermelone. Da lasse ich mich einfach überraschen. Aber die Pflanze hat auch schon weitere Ansätze von neuen Wassermelonen. Also hier zum Beispiel ist so ein kleiner Anfang. Und wenn man so hier an die Seite noch geht, dann ist hier auch schon wieder eine größere Wassermelone. Und hier weiter unten beim Salat, hier ist auch schon so der kleine Ansatz. Aber bei den anderen Wassermelonen, da warte ich noch, bis ja, die ersten Fruchtansätze kommen. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar Ziegelsteine und normale Steine von der Gehwegbegrenzung von meinem Vater rangesetzt, damit die es halt nochmal schön warm haben, weil die Steine ja, sich im Sommer erwärmen und die nochmal diese zusätzliche Wärme an die Pflanzen weitergibt. Und entweder macht man das oder man tut halt schwarzes Vlies drunter legen, damit es halt immer schön warm ist, damit halt immer sehr viel Sonnenlicht absorbiert wird, weil Wassermelonen mögen und lieben Wärme. Vergangen, nachdem das Gewitter gekommen ist. Es ist gut was runtergekommen, dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt bin ich hier im Folientunnel, mich ein bisschen um die Tomaten und die Gurken gekümmert. Auch hier die Melonen, die werden ordentlich befruchtet von den Bienen und Hummeln. Freut mich wirklich sehr. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Update so ein bisschen gefallen. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie es den Melonen momentan geht, wie sie wachsen, kriechen, hochklettern und schon die ersten Fruchtansätze bilden. In diesem Sinne würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnieren würdest und auch auf die Glocke drückst, dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und natürlich auch über einen Kommentar. Man ist einfach ein soziales Wesen und man freut sich halt immer, wenn so eine kleine Interaktion zustande kommt. In diesem Sinne, ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode hier in meiner Permakultur. Ich wünsche euch einfach schöne und warme und weiterhin ertragreiche Sommertage. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin.